Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars, natürlich weiterhin mit dem volldeppten Spawny. Jawohl. Ja, wir sind wieder dabei. Ja, man sieht, es sind neue Leute in der Gilde. Wir sind hier gerade völlig überfordert. Hier ist die ganze Zeit übelst am Schreiben. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, wer immer noch Interesse hat, schreibt uns eine Message, nimmt uns eine Freundesliste auf oder was weiß ich. Und schreiben auch Leute an, die nimmt Spawny dann in eine Freundesliste auf. Und wenn die online kommen, wird er die natürlich anschreiben. Wenn der Spawny das nicht sieht, wenn wir am Aufnehmen sind, schreibt ihn 2-3 Mal an. Spammt mich einfach zu. Ja, spammt ihn zu. Das stört nicht, Leute. Wir möchten, dass ihr hier reinkommt und dann könnt ihr ihn auch zuspammen. Scheißegal. Genau. Oder das spammt mich dann voll, ich sehe es und sage ihm das dann. Während der Aufnahme. Ist jetzt ja seht ihr auch, wie ich richtig geschrieben werde. Genau. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier so ein Paket kaufen. Die haben hier ein Paket im Angebot, Kopfgeldpaket des Unternehmers. Neues, da kann man seit heute. Genau, da kann man Reitmounts bekommen. Wir kaufen es einfach mal und machen gut Glück, Leute. Gekauft, dann hier ins Inventar natürlich voll reindrücken, jawohl. Und IVA Inventar. Und wo haben wir es jetzt? Hab ich gar nicht gekriegt. Doch, da. Jawohl. Oh, eine andere Kiste. Cool. Wir haben gekriegt 1 Stunde lang sämtliche gewonnene Erfahrung durch abgeschlossene Klassenmissionen um 25%. Ja, okay. Nichts Besonderes. Dann haben wir hier ein paar Schuhe gekriegt. Nichts Besonderes. Seltsame Munition. Gefährten eine geringe Rufpunkt. Okay. Und dann haben wir Schlachtfeld-Release bekommen. Wieder Zuneigung. Na, tolle Wurst. Ja, das war wohl nichts. Das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Ja, wir können uns sonst nichts mehr holen. Wir haben nur noch 110. Ja. Hätte ja klappen können, Leute. Ja. Wenn wir es gewesen, ne? Wollte ich gerade sagen. Los geht's. Ja, die Quest lassen wir noch. Noch nicht abgeben? Nö, wir machen die anderen. Okay. Und geben dann alle zusammen ab. Alles klar. Der Andi ist ja der Anführer. Kennt ihr ja. Er hat hier den Arsch in der Hose. Und das Navigation. Genau. sonst fällt auch eigentlich gar nichts Neues an, außer dass ab heute in dem Sinne für euch auch Splinter Cell Blacklist kommen wird. Wann es den Donnerstag oder für euch heute in dem Sinne veröffentlicht wird, kommt immer ganz. Das war der hellen Bereich, Andi. Müssen wir da wirklich durch? Wir müssen hier durch, anders geht's nicht, ne? Komisch irgendwie, oder? Der einzige Weg. Na gut, dann einfach durchquellen irgendwie. Wann die erste Folge kommen wird, können wir nicht sagen, Leute. Es kommt ganz an, wie schnell Uplay ist mit den Veröffentlichungen. Wir haben die Keys, alles schon fertig in dem Sinne. Nur wann wir spielen können, wissen wir nicht. Wir werden in dem Sinne, heute ist Mittwoch, wir werden die Nacht aufbleiben, werden versuchen, schon eher aufzunehmen, wenn es funktioniert. Ja, aber ach, verdammt. Aber ob es klappt, das wissen wir halt auch nicht, Leute. Aber die erste Folge wird so schnell wie möglich für euch kommen. Und dann ist geplant, jeden Tag um 1:30, habe ich gesagt, Andi, ne? Glaube, ja, so war das. Genau, 1:30 wird dann jeden Tag eine Folge kommen. Wollen wir hoffen, dass alles klappt. Ja, SimCity kommt heute auch. Erste Patch. 7.0. Genau. Mit schönen Straßen, die man absenken und hochsenken kann. Das habt ihr in den letzten Folgen schon gesehen, wie ich da die schöne Autobahn über das Wasser gebaut habe. Das war ja vorher mehr oder weniger so eine Art, nicht Bug, aber... Greife an! Ja, über Wasser konnte man halt hochbauen in dem Sinne. Genau. Und das Ganze jetzt auch auf Land. Und das ist natürlich extrem geil. Jetzt kannst du die Straße komplett durchziehen, Straßen drüber bauen, drunter bauen und die Wege perfektionieren. Dazu ist ja noch dabei, dass du die Autos fahren schneller jetzt los und fahren auch die richtigen Wege. Also der fährt nicht mal komplett die ganze Sackgasse durch und fährt wieder zurück an die Kreuzung, sondern er fährt geradeaus, weil er weiß, dass da eine Sackgasse ist und der gibt schneller Gas. Das kommt auch noch dazu. Und dadurch werden hoffen wir, dass der Bug behoben ist. Ja. Wir wissen es heute noch nicht,
aber wir sagen es euch ja heute alles, weil diese Folge kommt ja immer um 14 Uhr. Genau. Und so werdet ihr in dem Sinne auf den Laufenden gehalten, was in dem Sinne da passieren wird. Wir hoffen, dass das wirklich alles klappt, Leute, bei SimCity dann, weil dann, wenn es wirklich alles klappt, die ersten Folgen werden wir so aufnehmen, dann werden wir einen großen Aufruf machen und mit euch nochmal so eine riesen Welt spielen wollen. Natürlich mit den Leuten, die da Interesse dran haben. Da werden wir mal rein. Wollte gerade sagen, kannst du reinbomben. Achtung. Aber nice. Falsche Taste. Und so dann in dem Sinne hoffen, dass alles klappt. Wir sagen gleich, ist der Bug nicht behoben mit diesem Patch, weil der so groß angekündigt ist und es sollte sich nicht verbessern, ist es das letzte Mal SimCity. Absolut, ja. Dann reicht's wirklich langsam. Dann ist die Geduld mit uns am Ende. Und uns kann keiner vorhalten, dass wir keine Geduld in dem Spiel haben. Oh. Hier, kommen wir hier runter? Nee, ne? Ne. Nee, irgendwie nicht. Andi, bleib mal gerade stehen. Ich muss meine Maus langsamer machen. Ja, klar. Wo ging das? Weißt du das? Steuerung? Einstellungen. Kamera, Schwenkgeschwindigkeit, die ist nur auf 1%. Null. Jetzt habe ich es auf 0% gemacht. Du musst dein DPI senken. Ja, so sollte es gehen. Jetzt habe ich die Maus noch ein bisschen langsamer gemacht. Ja, auf jeden Fall erhoffen wir uns, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Weil dann wird SimCity nochmal ein riesengroßer, ja, wie soll man sagen, riesengroßer Spaßfaktor werden. Ja, dann sollte das Spiel eigentlich final sein. Genau. Funktionsfertig, wird man auch. Und dann wird man auch eine richtige Stadt bauen können. Wir werden natürlich erstmal unsere eigene Stadt, die wir da jetzt auch spielen, vielleicht dann auch nochmal versuchen zu retten, alles richtig hinzubekommen, wie es ist. Genau. Und dann wird es mit Sicherheit auch nochmal richtig lustig, die Stadt nochmal richtig aufzubauen. Absolut. Und wenn es dann nicht so wirklich klappt, dann machen wir es direkt richtig und... Oh, da ist ein Links, ein Bösewicht. Ja, komm, lass uns den mal umhauen. Komm. Ein Imp. Und hier links. Ich kann ihn nicht angreifen. Oh. Doch. Ging. Andi, helf mir! Nicht sichtbar, jetzt ist er böse. Ja, wir machen PvP. Er flüchtet. So, eingestunt. Wenn er sich PvP markiert, hat er selber Schuld. Ella, halt dich schon. Hier kriegst du ein paar Haftbomben, du kleines Arschgesicht. Und das war's. Wo ist Ella? Da hinten ist Ella. Und da kriegst du dein Heal. Ja, auf jeden Fall. Ja, geiles Match. Erstmal hier einen auf die Fresse gehauen. Warum hier oben bei mir das Leben nicht korrekt ist, das kommt, weil ich vorhin den Server wechseln musste. Und ja, das wird sich nach im Nachhinein schon wieder irgendwie einkriegen. Genau, wir müssen hier hin. Genau. Geradeaus durch. Ja, ich mach rechts. Ja, ich mach links. Ich freue mich auf das Update von SimCity. Absolut, ja. Weil darauf haben wir gewartet. Und ich hoffe, dass das dann auch alles richtig funktionieren wird. Da ist er wieder. Ich stun ihn wieder. Er wirft mich. Heb ihn doch hoch. Ich ihn. Haftgranaten. Wow. Der Sack hat sie auch geheilt hier. Oh, jetzt bin ich gleich down. Er kann keine Attacken machen. Und bin tot. Na, ich habe keine Energie mehr. Kriegt er mal noch eine Haftgranate.
Hier, Dominion. Infight kann ich auch nur. Sind die wieder stunnen? Gleich. Medikit schon genutzt? Nein, habe ich auch nicht bei mir. Jetzt hat er mich. Nein, jetzt habe ich ihn. Jetzt drauf da. Das war's. Oh. Ist down. Wo bist du? Ich ja, heile dich. Ich ritze mich gerade. Okay. Arschgesicht, Alter. Nur sein Gefährte hat meine Ella außer Gefecht genommen. Dann kriegen wir nämlich keinen Heal. Der ist sogar Level 55, der gute Mann. Echt? Ja. LOL! Da hauen wir hier einen 55er um, Leute. Ich fass es nicht. Ich hab die extra Tarnungszeit, habe ich sogar bekommen. Jetzt ist er wieder belebt. Ja. Ich will mal gerade gucken, ob ich noch irgendwo Medikits habe. Der wird uns jetzt nicht in Ruhe lassen. Also das glaube ich nicht, dass der uns jetzt in Ruhe lassen wird. Da er... Da ist er. Ich habe ihn gerade im Augenblick gehabt. Links oder rechts? Hier. Wow. So, da steht er. Oh, Standbild. Ausgerechnet jetzt. Ich habe ihn gestunt. Boah, da hat er mich weggekickt, der Drecksack. Jetzt nimmt er mich erst vor. Ja, und ich bin wieder down. Ja, so läuft das gegen 55er. Deswegen haben wir unter anderem auch einen PvE-Server genommen, dass das nicht andauernd passiert. Genau. Aber... Oh, jetzt hat er mich auch down gekriegt. Jetzt hat er es... Nach zwei Niederlagen hat er es endlich geschafft. Eine sehr peinliche Aktion, finde ich, für einen 55er. Weil, ja, nicht wirklich. So großer Unterschied ist er auch nicht. Ah doch, der hat mir da solche Crits reingehauen. Jetzt wird er hier stehen bleiben und sucht uns. Ja, da würde ich natürlich nicht bleiben. Ich würde erstmal wieder rauslaufen oder so. Weil da sind wir instant wieder down. Und läuft hinter dir her. Ja. Oh. Ein schwarzer Bildschirm. So, jetzt laufe ich weg. Nein! Ich hänge fest. So. Lass mich. Du Schwanzleuch. Jetzt ist Schluss hier. Oh. Jetzt hat er Spaß dran gefunden, an der Leiche sich draufzusetzen. Ja. So, ich lauf mal raus. Oh Leute, jetzt hat er Spaß dran gefunden, der kleine Drecksack. Bist du rausgelaufen? Ja, ich bin draußen. Alles klar. Hätten wir mal in Ruhe gelassen. Ja. Aber wer sich PvP markiert, muss natürlich damit rechnen. Wir müssen nur jetzt irgendwie unsere PvP-Markierung wegmachen. Aber mir wäre es schon peinlich, wenn mich ein 251er so übelst wegnuken. Ja, er geht raus, also er haut ab, er kommt zu dir. Das ist nicht gut. Naja, kommt zurück. Ja, ich muss in einer Sicherheitszone bleiben und 5 Minuten keine PvP-Aktivität mehr nachgehen, damit ich die PvP-Schaltung ausbekomme. Ja. Greift er dich wieder an? Naja, ich habe mich versteckt, der ist rausgelaufen. Ich muss mich erstmal heilen. Ja, er kämpft oben und geht raus, so wie es aussieht. Geh ich mal eben auf Server 3. Ja, wir switchen hinterher. Wir tricksen ihn in dem Sinne aus. So einfach funktioniert das.
Er steht da jetzt halbe Stunde oder Stunde lang rum und sucht uns. Genau. So, wir sind in drei gewechselt. Ja, ihr könnt euch ja jetzt hier nicht die ganze Zeit angucken, wie wir den Typen umhauen. Außerdem müsste ich mir dann erstmal durchlesen, welche Skills ich rausziehen müsste. Ja. Auch nicht alles in der Leiste drin. Nö, ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall SimCity morgen könnte vielleicht vorkommen, dass es etwas verspätet kommt. Kann passieren, muss nicht passieren. Kommt ganz drauf an, wie schnell die IA-Server laufen. So, ich stehe unten, wo man runter... Ja, ich bin draußen. Ja, dann komm rein. Ja, könntest du helfen? Ja. Das wird helfen. Ja, sonst... Ja, und natürlich Splinter Cell so schnell wie möglich. Wird es veröffentlicht. Und dann sollte es funktionieren. Ja. Jo. So, jetzt wollen wir aber hier Star Wars irgendwie weitermachen. Genau. Lange genug hier die Leute gezergelt. In dem Sinne steht 2-2, vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder, wenn wir 55 sind. Dann lache ich mich. Ja. Ja. So. Ich habe natürlich auch nicht auf seine Lebensanzeige geachtet, hätte ich mal gerne. 27.000. Hatte er. Ja. LOL. Der hat das Doppelte mehr wie ich. Ja. Oh, scheiße. Da hat er uns, ja, einen Riesenvorteil mit gehabt. Zielgenauigkeit, Ausdauer, Verteidigung ist zwar besser, aber Verteidigung drauf. Da wird noch mehr droppen hier auf dem Planeten. Oh. Meine Sprengsätze haben übelst viel Schaden an ihm gemacht. Also das muss ich sagen. Ja. Oh. Ja, und ich habe auch kein bisschen Schadensreduzierung geskillt. Ja. So, wo war das? Hier muss ich drücken. Wegen dieser Geschütze braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Okay. Ja, erledigt. Und wieder raus. Und wieder raus, genau. So, einfach. Wenn man keinen Gegner in der Nähe hat. Also wir sind ja selber angefangen. Oder ich zumindest. Ja, also daher. Ja, deine Schuld. Meine Schuld, genau. Ja, wenn man es so nimmt, ja. Ja, na gut. Ist PvP-Markierung schon weg? Ne, ja, dafür müssen wir in einer sicheren Zone sein. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich sie jetzt eingeschaltet? Ich hoffe, niemand war zu Hause, als das passiert ist. Okay. Ja, die schaltet sich innerhalb von 5 Minuten automatisch aus. Nur in einer Sicherheitszone. Das ist in einem Gebiet, wo keine Siths hinkommen. Ja. Oh. Na gut, den habe ich gewonnen-hittet. Alles klar. War nicht so tragisch. Aufzug! Oh ja. Hä? Hochspringen. Alter. Jawohl. Ist das gewollt? Ja. Würde ich mal so behaupten. So. Gehen wir mal rechts runter. Karte aufgedeckt. Ja, hier müssen wir hoch und rein. So, dann gehen wir. Bomb mal rein, links rein. Ja. In 3 Sekunden. Ja. Und so. Nein, nur mal hier ausrotten. So, haben wir gemacht. Ja, wir sagen dann auch wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Star Wars. Schaltet bei Splinter Cell ein und natürlich bei SimCity. Und da stellen wir euch dann Patch 7.0 vor. Könnte sein, dass wir vielleicht auch eine Überlänge-Folge machen, um alles zu zeigen, wie es funktioniert und dies und jenes. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.